5:4 Niederlage gegen den KFC Uerdingen. Die erste Stimme hat auch bei uns der Gästetrainer Frank Reichmann. Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich glaube, es hat jeder gesehen, wir sind sehr gut ins Spiel gekommen. Wir haben gute Möglichkeiten, sofort erfolgreich hier Tor zu erzielen, dass uns auch relativ früh gelungen ist und hatten dann sehr, sehr viele Konterchancen mit der Schnelligkeit von Yamen Osawe, um das Spiel hier zu erhöhen und vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit reinzukriegen. Trotz allem, muss ich sagen, haben wir in der ersten Halbzeit uns viele Möglichkeiten erspielt und kaum was zugelassen. Zufrieden war ich natürlich nicht mit der Ausbeute, weil man immer weiß, dass so ein Spiel sich drehen kann und noch lange nicht entschieden ist nach 45 Minuten. Auch war ich nicht in jeder Szene damit zufrieden, dass wir einen leichten Ständerer nicht so hinterm Ball gekommen sind. Wir haben gesagt, es ist heute sehr, sehr wichtig, hinterm Ball zu kommen und immer nach vorne zu verteidigen, weil wir gerade in der letzten Zeit viele Tore kassiert haben. Und das wollen wir gerade heute. Erstmal war unser Ziel hier, die Null zu halten. Zweite Halbzeit war es für uns perfekt, dass wir natürlich nach dann einer knappen Minute mit 2-0 in Führung gegangen sind. Aber auch danach haben wir schon gemerkt, dass Aalen die eine oder andere Chance hat, wo wir Glück hatten und da nicht den Anschlusstreffer zu bekommen. Und machten dann das 3-0, so, wo der ein oder andere vielleicht schon gedacht hat, das ist durch. Und man sieht, in der Liga ist noch lange nichts durch. Und da muss man ganz großen Respekt Aalen zollen, dass in der jetzigen Situation mit vollem Spiel 30 Punkten, 0-3 zu Hause, die Mannschaft zurückgekommen ist, die Druck gemacht hat, die Torchancen rausgespielt hat, letztendlich dann noch 2 Tore gemacht hat und uns, ja, eigentlich, wo wir uns sicher waren, das Spiel auf unsere Seite zu haben, nochmal richtig unter Druck gesetzt haben, so dass wir auch letztendlich dann erst in der Nachspielzeit das 4-2 gemacht haben. Und am Strich glaube ich trotzdem, dass der Sieg verdient war. Für uns ein ganz, ganz wichtiger Sieg, weil wir, wie Sie wissen, in der Rückrunde noch nicht so oft gewonnen haben. Dass wir uns jetzt von unten gelöst haben, ich weiß jetzt noch nicht alle Ergebnisse, für die Mannschaft war es sehr, sehr wichtig. Auch in einer Situation, wo man gerade jetzt so 10 Spieler hat, die nicht gerade dabei sind. Aber man hat auch gesehen, dass andere Leute, die gerade der Yamen, der jetzt in der letzten Zeit nicht so oft bei uns gespielt hat, diese Chance riesig genutzt hat und ein super Spiel gemacht hat. Das spricht für ihn, das spricht auch für die anderen. Ja, ich bin natürlich unterm Strich zufrieden mit dem Sieg. Für uns ist es wichtig gewesen. Ich wünsche den Rico und natürlich auch den Verein hier in Aalen alles Gute für die Zukunft. Ich weiß, wie schwer es ist, die Liga zu erhalten oder auch was für die Zukunft aufzubauen. Also alles Gute für die Zukunft, für Aalen und für Rico. Und ja, das war's. Vielen Dank, Rico, dein Statement zum Spiel. Ja, danke und Glückwunsch an Uerdingen. Verdient unterm Strich gewonnen. Unterschied Osawe, solider Gegner gewesen. Aber der Unterschiedsspieler war Osawe, ich kenne ihn als Halle. Der Kerl läuft 3,70, 3,80, ist praktisch der schnellste Spieler der Liga. Hat eigentlich in Uerdingen oder wo auch immer nichts zu suchen. Er gehört in die zweite Liga, wenn der Kopf mitspielt. Scheinbar hat es in der Vergangenheit bei ihm nicht ganz so hingehauen. Wir haben uns viel vorgenommen. Und dann habe ich gerade am Anfang Dinge gesehen, wo wir aufgeregt waren. Unsicherheit im Aufbauspiel, Gegner hatten doch ein bisschen anders gespielt, als ich es erwartet hatte. Mit Dreierkette operiert, Ziel war schon, sagen wir auch, die offenen Flanken zu bespielen, von unserer Seite her, die Flanken stark zu machen. Deswegen Jörg Sekara Show, links Funk Schnellbacher. Und aus diesem fehlerhaften Aufbauspiel haben wir Uerdingen immer wieder auch stark gemacht. Und eben dann mit der Geschwindigkeit von Osawe, da hat man wenig entgegenzusetzen. Aber ich glaube, das ist ligaübergreifend. Da gibt es kaum einen gleich schnellen Verteidiger, der dieses Laufduell mitnehmen kann. Und wir haben uns dort versucht ranzuhängen. Das hätte ja schon nach der 10. Minute 0-1 stehen können, aus einem Fehleraufbauspiel, wo Daniel uns im Spiel gehalten hat. Und schlussendlich war es dann wieder bitter, dass wir dort außen im Standort das 0-1 kriegen, dass wir so diese erste Aufregerphase, die ersten 10, 15 Minuten, dass wir die überstanden haben. Und dann kriegt man also im Standort das Gegentor, das 0-1. Es hätte sich hier dort noch höher stehen können, eben mit diesen Umschaltaktionen von Uerdingen. Im Umkehrschluss haben wir uns bemüht,
Wir haben jetzt nicht schlecht gespielt, das ist weitestgehend immer wieder auch Drittliga-Fußball. Der Gegner steht kompakt am Strafraum mit 5, mit 7, mit 8 Spielern laut auf die Eroberung. Im Mittelfeld mit einem langen Schlag, zack, geht die Post ab. Wir haben uns bemüht, wir haben 2, 3 gute Torspiele gehabt über den Flügel, haben es aber schlussendlich dann endlich geschafft, dort große Gefahr auszustrahlen. Und 100% Chancen hatten wir, glaube ich, gar nicht in der ersten Halbzeit. Eine Ecke, in meiner Wahrnehmung, auch zu wenig. So. Insgesamt gehen wir mit einem 0-1 in der Halbzeit. Zur Halbzeit trotzdem den Jungs mitgegeben, dass ich viel Gutes gesehen habe. Bitte da nicht falsch verstehen, weil wir ja trotzdem auch sehen müssen, in welcher Situation auch sich die Mannschaft, die Spieler befinden, dass sie sich schon noch Gedanken machen. Ja. Und Schoppe, der ein ganz vorbildhafter Kapitän ist, wackelt in der einen oder anderen Situation. Das zeigt auch, dass er sich ganz viele Gedanken macht um die Situation, dass er auch unzufrieden ist mit der Situation. Und da schleichen sich halt Fehler ein, wie in der zweiten Halbzeit, wo wir in der Halbzeit eben auch nochmal nachgesteuert haben, auch taktisch. Da habe ich umgestellt auf Raute, dass wir mit 2 Stürmern dann nochmal Druck auf die Kette kriegen, auf die Dreierkette. Raute im Mittelfeld, wir mussten schon Patrick ersetzen, dafür Johannes Bühler eingewechselt, der hat es ganz ordentlich gemacht. Und dann gehen wir 46. Minute, das 0-2. Und das ist wirklich insgesamt, wenn wir auch das erste hernehmen, so ein Abbild auf der Gesamtsaison aktuell, wie leicht der Gegner Tore erzielt, wo dann auch der Fehler effektiv genutzt wird. Eben der Schoppe muss den Ball, das macht er eigentlich im Schlaf, Longline spielen, nicht nochmal überlegen und dann präsentieren wir den Ball dazu. Das sieht einfach doof aus. Ja. 0-2 und hatten da ja auch unsere Chancen. Und dann gibt es aber trotzdem, müssen wir auch nochmal reden drüber, eine Knackpunktsituation. Und es ärgert mich einfach, dass wir immer wieder insgesamt in Summe mäßige Schiedsrichter haben. Das ist auch die dritte Liga so. Ich will es nicht dranhängen, aber wir hatten eine spielentscheidende Situation. Littger 8 hat eine gelbe Karte, V-Spiel und schlägt den Ball ganz klar weg. Also der ist über Stadion drüber gegangen. Und das ist eine ganz klare gelbe Karte und da gibt es eine gelb-rote Karte. Und da spielen wir bei einem 0-2. Bis dahin sicherlich mäßig gespielt, aber da spielen wir ab einem 0-2 in Überzahl. Und dann will ich auch nochmal Oettingen sehen, dann will ich nochmal meine Mannschaft sehen, wie das insgesamt läuft. 30 Minuten, weil die Oettinger waren dann auch kaputt. Die eine hat dann auch hat schon einen Wadenkrampf gehabt. Und meine Mannschaft hat ja alles gegeben. Blöd 0-3, aber das ist wieder Osabe. Kein anderer Spieler von Oettingen hätte das geschafft, aber dafür spielt er in Oettingen, weil es dort halt auch wirtschaftlich gut läuft. Und trotzdem haben wir weiter dran geglaubt, auch im Gleichzahlspiel. Und 3-1, 3-2, und das hätte sicherlich nochmal kippen können, das Ganze, wenn wir es hinten raus, aber so die letzten 3-4 Minuten nochmal so ein bisschen geschafft hätten. Aber das haben wir da nicht hinbekommen. Aber gerade das ist für mich auch noch eine Knackpunktsituation. Klare gelb-rote Karte. Und das muss einfach auch vom DFB, glaube ich, auch mal ein paar Dinge geordnet werden. Dass auch Schiedsrichter, die auch mal Fußball gespielt haben und nicht nur Theoretiker sind, dass sie auch merken, was so abläuft auf dem Feld. Und das begleitet uns ja auch schon seit geraumer Zeit. Man kann dann sagen, ja, ich habe mich dort getäuscht, wie auch immer. Ich möchte es nicht falsch verstanden wissen, wir waren nicht gut genug für Oettingen, um das Spiel zu gewinnen. Und ich bin auf Ballhöhe gebracht worden, dass wohl die Ergebnisse so sind, dass wir heute nur noch theoretisch in der Klasse bleiben. Oder nicht mehr theoretisch. Nicht mehr theoretisch in der Klasse, sondern de facto mit der Niederlage der Abstieg besiegelt ist. Das ist auch für mich eine schwere Situation. Aber vor allen Dingen für den Verein, für den VfR-Verein, für die Angestellten, für die Fans, für die Sponsoren, sich schlussendlich, das wird ja jetzt schon seit geraumer Zeit gemacht, aber heute auch mit dem Faktum Abstieg, sich jetzt mit der Regionalliga auseinanderzusetzen, wo will ich als Verein hin?
für die nächsten 1, 2, 3, 4 Jahre. Das ist eine riesengroße Herausforderung, die Dinge zu sortieren. Es hat ja auch Gründe, und das muss ich auch immer wieder auch deutlich sagen, wenn man da in die Mannschaften hineinschaut. Hier in dem Fall sind es 2 Trainer, die verbraucht worden sind. Ich bin noch nicht ganz verbraucht, ich habe noch 3 Spiele. In anderen Vereinen, Mannschaften sind es dann 3 Trainer oder 4 Trainer. Das hat nicht immer was mit den Trainerkollegen und den Trainern zu tun. Das hat im Sinne auch mit Sicherheit immer was auch mit den Mannschaften, mit den Charakteren zu tun, mit den Persönlichkeiten, mit Statusdenken, mit Wahrnehmungsproblemen und dass auch hier und dort auch die Spieler viel zu viel Kraft und Macht bekommen, Dinge in die eine oder andere Richtung mit zu organisieren. Weil die Trainer schlussendlich machen in Summe, auch mein Vorgänger hat einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ich habe es ja jetzt nicht geschafft und es hat ja eben Gründe deswegen. Ja? Für uns Knackpunktspiele Jena, schwächste Gegner, haben wir nicht geschafft zu gewinnen, was ich bis dahin gespielt habe, mit dem VfR. Und Lotte mit Sicherheit nochmal nach dem Sieg Kaiserslautern. Das Lotte-Spiel auch innerhalb der Mannschaft, das hat uns nochmal Kraft gezogen von den Gedanken her. Das 2:1 gegen den destruktiven Gegner mit diesen Brettern, Morris, Siskovic, immer auch Anspruchsdenken, die muss ich einfach machen. Punkt. Wir haben es gesehen heute wieder, wie das geht. Aus halben Chancen 3, 4 Tore oder auch 100% Chancen. Und wir mühen uns, streiche ich auch Nico heute heraus, der ja immer auch gekuppelt hat, der auch heute dann noch dieses 3-2, wichtige 3-2 erzielt hat. Slisko getroffen, ja. Trotzdem, Mannschaft hat vieles gegeben heute. Da lasse ich auch nicht drauf kommen. Bis zur letzten Minute versucht noch das Spiel zu drehen, zumindest das Remis zu erreichen. Aber in Summe, warum wir abgestiegen sind, das ist absolut tiefgründiger. Ist sicherlich dann noch, habe ich schon viel zu viel gesprochen, tiefer gelegen. Ja. Das soll es gewesen sein. Dankeschön. Gibt es noch Fragen? Herr Schmidt, Sie haben gerade gesagt, die Mannschaft hat vieles gegeben, auch bis zur letzten Minute, wenn man die ersten 60 Minuten auch bis zum 0-3 nimmt. Waren Sie damit am Engagement Ihrer Mannschaft wirklich zufrieden? Na, bitte mitgeben, nur konkret. Engagement ist so aus dem Himmel gegriffen. Was wollen Sie da mir sagen? Also, wer hat sich nicht engagiert? Ich frage konkret, ist die Leidenschaft so gewesen, wie Sie es sich vorgestellt haben? Sie haben gesagt, Sie wollen hier nochmal einen leidenschaftlichen Auftritt sehen. Da liegt die Mannschaft 0-2 zurück und deshalb frage ich. Ja, wir müssen ja dann auch mal das Spiel, ich habe es ja jetzt erläutert. Ja, erläutert, wie ich die Sache gesehen habe, gerade erste Halbzeit. Stabiler Gegner, gestanden, auf Konter gelauert. Wir mussten uns schütteln nach dem 0-1. Wir hatten schon die Großchance überstanden mit Bernhard. Haben es probiert, haben uns schwer getan im Aufbauspiel. In den letzten Wochen gar nicht so gesehen, dieses fehlerhafte, dieses aufgeregte Spiel im Übergangsspiel. Und das war sicherlich für Uerdingen, haben wir dort in die Hand reingespielt, damit sie ihren schnellen Stürmer dort ins Spiel bringen können. Ansonsten war das ein solider Auftritt des Gegners und wir haben uns bemüht. Ja, bemühen reicht nicht. Aber ich kann jetzt keinen Spieler irgendwas absprechen, der jetzt heute gespielt hat, dass er sich nie eingesetzt hat, dass er nie seine Rübe hingehalten hat, der nicht getackelt hat. Also das kann ich. Und dass da Fehler passieren. Und es ist ja auch nicht zu erwarten, dass wir hier auch Uerdingen an der Wand spielen mit 5 Dingern. Ja? Eine Mannschaft, die zum Zeitpunkt 52 Gegentore hatte und 40 Tore, glaube ich. Letzte Woche haben wir nicht getroffen. Und es ist immer, wenn du rauskommst aus der Halbzeit, wer schon Sport getrieben, haben Sie Fußball gespielt schon mal? Okay, wie fühlen Sie sich, wenn Sie rauskommen? Sie wollen, Trainer hat nochmal eingestellt mit Optimismus. Wie fühlst du dich da, wenn du nach einer Minute nach Halbzeit auf immer 0-2, wie fühlen Sie sich da? Scheiße, ne? Ja, und dann bist du dran, dann Siskovic,
dann Sessa und dann kriegst du aus einer Ecke 0-3, wie fühlst du dich da? Scheiße. Ja? Und dann schießt du ein 3-1, ein 3-2 und dann bist du wieder oben drauf. Also, Frage verstehe ich nicht. Danke. Gibt es noch weitere Fragen? Dann geht es für uns weiter nächste Woche am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Dankeschön und dem Gästeteam wünschen wir noch eine gute Saison und eine gute Heimreise. Danke.